Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Morgen. Mein heutiger Gast ist der Robin Rehmann. Wir haben bereits im Herbst zusammen geredet. Er war einer meiner ersten Gäste damals. Und ja, er ist unter anderem Moderator bei SRF Virus. Und wir hatten einen kurzen, knackigen Telefontag. Daher steigen wir gerade ins Gespräch ein. Fliessen wir rein. In dem Sinne, Peace. Ciao, ciao. Hast du so ein Problem? Wie? Hast du so Fälle auch schon gehabt? Richtig, also es werden halt viele kommen. Also ich könnte jeden Tag eine Sendung machen. Es sind schon, sehr viele Leute, ja, die ihre Geschichte wollen erzählen, weil sie... Es ist auch schwierig, oder? Niemand will es hören, hat man das Gefühl. Aber wie tust du es dann mittlerweile aussuchen? Einfach mehr im Stil von «Das habe ich noch nicht gehört». Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also wenn ich das Thema schon hatte, nehme ich es nicht nochmal. Aber sonst mache ich «First come, first serve». Also der, der zuerst fragt, der kommt. Und auch lieber, also es fragen viel mehr Frauen an als Männer. Mhm. Das heisst, ich auch, wenn jetzt ein Mann schreibt, kommt viel früher einen Platz über. Ja. Okay. Für Männer ist es, braucht es mehr Überwindung, offen über so Themen zu reden. Effektiv, hä? Ja. Crazy. Das ist immer noch das Rollenbild. Das ist, also ich kann mir es nicht anders erklären. Also wenn ich jetzt so offen bin, komme ich so etwa 10 Anfragen. Ich würde sagen, 7 bis 9 sind Frauen, sogar noch mehr. Also 9 von 10 kann man sagen, sind Frauen. So falscher Stolzmäßig. Ja, also viele sind halt auch wie du. Ich muss sagen, ich habe ja gar nichts. Also was ist das? Ich muss nicht erzählen und so. Dabei ist das alles interessant. Ja, definitiv. Ja. Eben, es ist dann halt mehr der Aspekt, oder? Es ist vielleicht etwas Interessantes. Es muss nicht unbedingt schlimm sein oder Mitleid erregen in dem Sinn, oder? Ja. Und die Menschen wollen ja relaten, oder, zu diesen Geschichten. Und vielleicht jemand wie du, der nicht so eine dramatische Geschichte hat von einem schweren Autounfall oder so, das sind mehr Leute, die sich da können verbinden, oder? Weil sie das vielleicht auch kennen, die Gefühle, oder was du durchgemacht hast. Ja. Ja, das sehen wir dann. Jetzt reden wir gleich wieder über das Zeug. Ja, hey, irgendwie spüre ich voll den Druck. Aber lassen wir das Ganze. Nein, das kommt schon gut. Und wenn es scheiße wird, dann schmeißen wir es weg. Weißt, also, ich habe schon auch einen Anspruch. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, Max, ich bin dann ehrlich, da wird nichts, dann darf es auch nicht persönlich nehmen. Ich nehme es auch nicht persönlich. Nein, sicher, mir, das ist gut. Versuch wert gewesen. Hey, als erstes habe ich mir, wie geht es dir aktuell? Also einfach so deine psychische Verfassung. Wie geht's? Ich habe mich jetzt gerade erholt von grossen Operationen. Ja. Ich habe jetzt keinen Dickdarm mehr und kann wieder neu aufs WC mit dem künstlichen Ausgang und so. Und habe mich eigentlich gerade von den Operationen erholt. Ich bin ja über ein Jahr, noch länger, eineinhalb Jahre lang eigentlich so mit Operationen beschäftigt gewesen und nie richtig fit. Und jetzt habe ich mich eigentlich erholt. So, ich würde sagen, eineinhalb Monate nach der letzten Operation. Ja. Bin eine Woche arbeiten und dann ist die Corona-Krise gekommen. Und jetzt, wo ich eigentlich raus könnte und wieder Energie habe, bin ich wieder daheim. Weil meine Freundin hat auch eine Autoimmunerkrankung. Sie ist mehr gefördert als ich direkt. Und darum gehe ich jetzt auch nicht raus. Oder mache ich einen auf Quarantäne, bis das Gröbste durch ist. Weil ich will sicher niemand gefördern. Schon gar nicht sein. Aber bist du noch gefördert überhaupt? Du bist halt, ich nehme kein Immunsuppressivas mehr. Also ich selber bin nicht mehr so schlimm gefördert wie früher. Ja. Früher habe ich Immunsuppressivas nehmen, aber das habe ich jetzt alles nicht mehr. Das heisst, mein Körper soll genug stabil sein, um so ein Virus abwehren. Okay. Und du nimmst jetzt auch wirklich, also ich habe gerade heute Morgen jetzt noch dieses Video gesehen, endlich geheilt. Genau, geheilt. Und richtig, genau. Das war ja ein bisschen provokativ. Ich habe geschrieben, Colitis ulcerosa geheilt. Richtig heilen kann man ja das nicht. Die Autoimmunerkrankung ist immer da. Und eben, man hat einfach den Dickdarm entfernt, dort, wo sich die Krankheit am meisten zeigt. Aber ich bin jetzt wegen dem nicht geheilt, aber ich habe nicht mehr so viele Beschwerden wie vorher. Genau, ja. Erklärst es ja schön im Video und so. Aber du nimmst jetzt zum Beispiel gar kein Medis, nichts mehr? Ja, also ich nehme noch gegen Durchfall etwas. Oder? Ich habe natürlich nie mehr festen Stuhl. Und dann nehme ich noch Imodium und Loperamid, wo man da ein bisschen stabiler macht. Ja. Ja, okay. Ist krass, hä? Aber kommst du damit klar, dass du jetzt eigentlich so, jetzt wo du sozusagen frei bist, musst du zu Hause bleiben, so mäßig, jetzt wo du endlich wieder all die Freiheiten hättest?
Ja, ich habe jetzt etwas am Basteln, das mich extrem ablenkt. Aha. Ich weiß nicht, ob es schon mitgekommen ist. Ich baue mir gerade ein Livestream-Studio auf. Ja, genau, ja, das habe ich gesehen. Ich habe ja zuerst ein bisschen von daheim aus gelivestreamt. Also, es ist eigentlich, die ganze Geschichte ist richtig dramatisch. Ich erzähle die gerne. Und zwar, als die Corona-Krise ausgebrochen ist, habe ich gedacht, so, jetzt ist meine Chance. Ich baue mir ein Livestream-Studio aus meiner Wohnung und sende für SRF. So eine Show, wo alle Betroffenen oder alle, die jetzt gerade in Quarantäne sind, können hineinlöten, ich schwätze mit denen, zack, bumm, gehen wir live. Ja. Das war die Idee. Ja. Dann haben wir innerhalb von 5 Tagen das auch aufgebaut bei mir und wirklich probiert, etwas auf die Beine zu stellen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe das Ganze deutlich unterschätzt. Also, dass es natürlich der Qualitätsansprüche, die SRF hat, genügt. Muss das audiotechnisch, bildtechnisch und auch vom Aufbau von der Sendung und so eine gewisse Qualität haben. Ja. Und ich musste feststellen, dass schnell in 5 Tagen so eine Sendung aufzubauen eigentlich das grosse Ziel war. Und die Idee wäre, dass man mit dieser Sendung 2 Wochen lang sendet, in dieser Quarantänezeit, wo es gerade alles noch frisch ist und so. Dann hat man dann aber nach 2 Sendungen gemerkt, nicht nach 2 Wochen, sondern nach 2 Sendungen, dass das so nicht geht und man hat es dann abgestellt. Ja. Das hat sich für mich im ersten Moment natürlich ein bisschen blöd angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, scheisse Mann, jetzt habe ich da etwas Cooles machen und es ist schlecht und meine Chef und alle sagen, es ist scheisse und haben einen Stecker gezogen. Aber ich habe immer noch das Gefühl gehabt, wo ich hin will mit meinem Livestream, wie der muss aussehen, wie der muss tönen, wie der muss gemacht sein. Und an dem Projekt bin ich jetzt immer noch dran. Also während wir reden, sitze ich da in einem kleinen Livestream-Studio mit allem drum und dran. Und bin jetzt da eben Mikrofon optimieren, Bild optimieren, die ganze Grafik bestellen. Also ich mache jetzt einfach das, was ich eigentlich auch wollen machen, mache ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt. Und zwar zuerst für mich privat, aber ich glaube, ich bringe es auf so ein Level, dass es broadcast-tauglich wird. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf RTL hat es auch die Quarantänen-WG gegeben mit dem Oli Pocher, mit dem Gottschalk und mit dem Jauch. Ja, ich habe davon gehört, ja, aber ich habe es nicht gesehen. Gerade der schlecht war. Etwa so hat auch meine Sendung ausgesehen, die wir gemacht haben. Also wirklich, der Ton schrecklich, das Bild verzogen, verzerrt, das ist nicht können schauen, oder? Und das kann man optimieren. Es geht einfach nicht schnell. Es braucht wirklich ein bisschen, man muss sich etwas überlegen, das richtig verkabeln und das professionell machen. Und eine Sendung schnell aus dem Hut zaubern ist auch nicht richtig, sondern man muss das ein bisschen besser planen. Ja, klar. Ja. Aber ist das wirklich live gewesen dann? In dem Fall? Das, was ich gemacht habe? Ja. Also ich habe dann nach den 2 Tagen, wo SRF gefunden hat, das kann man so nicht senden, was ich absolut kann verstehen, weil es wirklich der Qualität nicht der Anspruch nicht gerecht wurde. Und auch meine eigenen Ansprüche, weil ich bin so unter Stress gestanden, ich konnte gar nicht mich konzentrieren auf die Gespräche, weil ich völlig abgelenkt war von all diesen technischen Möglichkeiten. Und dann habe ich gedacht, ich ziehe es jetzt allein weiter durch auf meinem Facebook-Account. Ja. Auf einen Robin Rehmann-Stream. Und das habe ich dann etwa 1,5 Wochen gemacht und aber auch dort immer wieder an Probleme gestossen. Nicht synchron, der Ton schlecht, das Gegenüber hat kein richtiges Mikrofon. Komm, hör mal auf. Und ich habe aber immer gewusst, es geht geil. Weil ich weiß nicht, wenn du einmal auf Twitch und so bist, die Profi-Streamer, die das wirklich next-level-mäßig machen, die bringen sie an den Stand. Ja, voll, ja. Wenn man sich dann ein bisschen informiert, bringt man es an den Stand. Ich meine, wenn man erklärt, dass du ja auch ein Podcast-Studio bei dir daheim. Voll, ja. Du hast jetzt mal Audio-Setup geschafft, aber da oben drauf müsstest du jetzt noch ein Video-Setup bauen und dann das Ganze synchron und dann kommen wir langsam in die Richtung, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Ja, voll. Aber dann könntest du auch vor, also dann hast du schon konkrete Pläne so von einer Sendung dann, oder? Logisch! Also, an der Sendung, die ich momentan gerade schaffe, ist, ich habe auf meinem Apple Arcade runtergeladen, das ist also eine neue Plattform für Games. Genau, ja. Da gibt es Sharua Soccer, heisst das. Mhm. Das ist so ein bisschen comic-mäßiges Fußball. Ja. Und da kann man Meisterschaften spielen. Und meine Idee ist, dass ich Trainer werde von der Schweizer Nationalmannschaft im Sharua Soccer und die zum WM-Pokal führe. Okay. Das musst du dir so vorstellen, am Anfang kommt das Intro. Und dann sitze ich da in meinem Studio, hinter einem Greenscreen vor mir und so ein Mikrofon vor mir und dann kommt auch eine Stimme, die sagt, begrüße Sie recht herzlich den neuen Trainer von der Schweizer Nationalmannschaft, Robin Rehmann.
Ja. Und dann sage ich, grüezi miteinander, und ich bin dann ein bisschen verkleidet, also ich mache mich ein bisschen auf als Trainer. Ja. Erzähl dann, dass ich jetzt die Mannschaft übernommen habe und wie schwierig es gerade ist und dass die Drogenprobleme im Team, dass die echt sind und der Sexskandal vom Goalie auch. Das, und rede auch ein bisschen darüber, wie ich probiere, das in den Griff zu bringen. Und rede über die Kälte der Spieler und eben von der Krise, die wir gerade alle durchmachen vor dem Match. Und dann können die Leute eigentlich über Livestream, über den Livestream, sind quasi Presseleute und können mir Fragen stellen als Trainer. Und ich habe jetzt mit der richtigen Software, die ich endlich habe, auch die Kommentare reinnehmen in den Stream, also dass man die dann sieht. Ja. Dann steht zum Beispiel, Max fragt, hat sich der Torhüter jetzt endlich von seiner Ehefrau getrennt? Und dann kann ich dann sagen, ja, eben, es ist schwierig, oder? Der hat immer noch Aliment und so, und er zahlen muss wegen Kind und so, blablabla. Und ich bin einfach der Coach, der Stellung nimmt und nimmt das Ganze auch relativ emotional mit. Ja. Und dann sage ich, wer der Gegner ist von heute. Und das Spiel sucht ja dann einen Gegner auf. Es ist das Turniersystem. Dann sage ich zum Beispiel, wer die Franzosen sind. Und dann erzähle ich etwas über Frankreich und wie der Match gegen die echt wird und so. Und dann spiele ich das Spiel tatsächlich, die erste Halbzeit. Mhm. Und während ich das Spiel spiele, bin ich der Kommentator. Also ich kommentiere dann quasi das Spiel. Ach so, okay. Und in der Pause mache ich dann wieder als Trainer Pauseanalyse. Und Zuschauer können dann wieder schreiben, ihre Fragen stellen. Und dann kommt die zweite Halbzeit. Und dann am Schluss wird das Spiel analysiert. Und dann geht es weiter bis zum nächsten Spieltag. Oder? Und immer so weiter. Und zwischendrin plane ich noch so mit Kollegen, die Kollegen geben sich dann als Spieler aus, oder? Mhm. Die erzählen dann irgendwie, was sie gerade erleben, wie der Match war und was sie für Probleme haben. Also klassische Spielerprobleme wie eben Drogenabhängigkeit, Gamesucht oder Sexskandal oder irgendwie so etwas. Halt, dass man halt Fußball so standardmäßig hat. Wie, jetzt habe ich nicht verstanden. So Sachen, die man kennt halt von Fußballer, oder? Genau. Und das besprechen wir dann inzwischen den Spieltag. Soll es ein bisschen so Beef und Sachen geben, oder? Und dann ist der Match und das Ziel ist natürlich, den Pokal zu gewinnen. Und das ist mein erstes Projekt. Mhm. Und vor allem... Wie bist du auf das gekommen, wenn ich fragen darf? Wie auf das gekommen bin? Durch Twitch. Okay. Also ich habe gemerkt, am besten funktioniert schon Livestreaming, wenn du einfach deine Games streamst. Vor allem gibt es nicht das Publikum, es gibt viele junge Leute, die gerne zuschauen, wie man gamet. Nein. Und wenn man das cool macht, dann kann man sich jetzt so ein Following aufbauen und dann funktioniert das. Und ich habe das Gefühl, eben, so das ganze Livestreaming ist von der Generation über 30 noch nicht so angenommen worden. Mhm. Also stimmt das noch nicht so, dass jemand vor einer Kamera sitzt und so rumkasperlt und Geschichten erzählt und weiss nicht was. Das ist irgendwie noch fremd. Ja, voll, darum ja. Starte ich mit so einem Game-Projekt. Aber dann als zweites ist schon geplant, die Serie Down Memory Road, heisst denn das? Mhm. Da zeigt YouTube-Videos, die ich vor 15 Jahren, also wo YouTube ganz neu gekommen ist, habe ich ja schon angefangen, YouTube-Videos zu machen, so ein Daily Blog. Und die Videos von vor 15 Jahren habe ich jetzt alle offline genommen auf YouTube und mache dann neu im Livestream, dass ich die nochmal schaue, die uralten Videos, wo ich 22 war und red dann drüber. Ah, dann reactest du eigentlich auf deine eigenen Vlogs und so. Genau, ich bin jetzt schon 39, alter Mann, und dann mit 22 bin ich noch ein anderer Mensch gewesen und mhm. noch andere Ansichten gehabt und schaue dann das nochmal und red mit der Community quasi drüber, wieso ich mich dort so verhalten habe und wie ich jetzt drüber denke. Und das könnte auch noch spannend sein, das heisst ein Down Memory Lane. Das klingt sehr spannend, ja. Und eben mit so Zeug lenke ich mich jetzt gerade brutal ab, also ich bin gerade mich eigentlich mit dem am wie hast du es? Oh ja, sorry. Gut. Und für all die das auch machen wollen, ich empfehle es jedem und die richtige Software finden ist schwierig. Und alle Mac-User, iCam Live ist die beste Software. Finde ich jetzt persönlich. Und ich habe mich jetzt wirklich über einen Monat mich damit auseinandergesetzt, welches die beste Software ist. Und ich habe alles runtergeladen, alles ausprobiert und so. Und wer sich den Weg sparen will, den ich gemacht habe, iCam mit 2M und mit C geschrieben, live, nimm das und es ist alles gut. Also zum den Bildschirm aufnehmen oder was? Ja, es ist ja noch mehr als ein Bildschirm aufnehmen. Du kannst dann zum Beispiel dein Handy auch als Kamera brauchen oder weitere Kameras anschliessen oder eben dein Gameplay streamen und so und mit Greenscreen im Hintergrund und Intros machen, Outros machen, Overlays, Logo bewegt mit Bild und so. Eben. Es ist ein riesiges Feld.
Aber es ist alles lösbar und es gibt x Tutorials auf YouTube. Und es gibt noch nicht viele Schweizer Streamer. Und das ist wirklich noch ein Feld, das man noch aufmachen muss. Also. Voll, ja, definitiv. Und ich habe immer gerne Sachen gemacht, die noch ein bisschen experimentell sind. Meistens dann, wenn es dann alle machen, dann überholen mich alle wieder, weil sie bessere Qualität anbringen. Und dann finde ich es auch nicht mehr so interessant. Ich weiß auch nicht, das ist eben so. Sobald etwas Neues kommt, finde ich es super. Ja. Darum habe ich auch Oculus Quest. Hast du Oculus Quest? Hast du das? Das sagt man. So eine Brille. Ah, die VR-Brille. Ja. Ich hab keine, nein. Aber du hast ja die Videos gemacht, also die Vlogs dann in 360. Ah, genau, genau. Und ich habe Virtual Reality gemacht. Ich habe eine Virtual Reality Kamera. Das ist also etwas, wo niemand macht, wo aber wahrscheinlich eben gar nie in den Trend kommt. Es ist zu nischig, nicht? Oder was? Ja, eben, ja. Es ist noch zu kompliziert. Du musst so eine gestabige Brille auf den Kopf setzen und die. Genau, und ja. Dann ich sehe nicht scharf und es braucht einfach zu viele Hürden noch. Ja. Sobald das einfacher gemacht wird, boomt es, aber jetzt ist es noch ein bisschen schwierig. Aber es ist gleich cool. Also ich ziehe die Brille mehrmals pro Woche an. Schon. Was ich genau mit dieser Brille mache, überlohne ich jetzt der Fantasie vom Hörer. Hast du mit dem Down Memory, wie hast du es genannt, sorry. Down Memory Lane. Genau, ja. Das heisst, das ist, die Amerikaner sagen dem so, wenn sie sich zurückbesinnen, ja. Dann gehen sie Down Memory Lane. Hast du mit dem schon angefangen? Ich habe jetzt alle Videos offline genommen vor 15 Jahren, also vor 10 Jahren und älter, vor 10 bis 15 Jahren. Also alles, was ich 28 bis 21 bin, ist jetzt weg. Und hast du vor, wirklich deine erste Reaktion dann drauf zu filmen? Also wo du, oder schaust du dir alles zuerst nochmal an und denkst dir dann, was könnte ich dann dazu sagen? Die Idee ist eigentlich wirklich First Reaction. Ja. Ich schaue es an, ja. Und reagiere darauf. Sicher mega und spannend. Es ist auch recht peinlich. Also ich finde mich als Mensch, also ich, ja, also ich bin froh, bin ich nicht mehr so, wie ich da war. Also eben, ich stelle es mir auch recht emotional in jedem Sinn vor. Eben, sei es jetzt Scham, sei es jetzt lustig oder was weiß ich, das kommen natürlich Emotionen hoch, oder? Wenn man so alte Videos von sich schaut. Könnte ich mir vorstellen. Ja, vor allem, weil ich dort noch weiss, wieso ich das gemacht habe, in welchem Gefühl ich war. Es ist mir dort in dieser Zeit eigentlich psychisch recht schlecht gegangen, obwohl man das nicht merkt, dass ich das extrem überspielt. Ja. Dort war die Zeit, wo meine alkoholkranke Mutter mich sehr stark belastet hat. Ja. Und es kommt eigentlich nie vor in diesen Videos, aber weil ich mich nie getraut habe, das anzusprechen. Und jetzt, wo ich darüber reden kann, ist es vielleicht spannend, um in diesem Kontext das nochmal alles zu schauen. Voll, ja. Du siehst übrigens gut aus, muss ich sagen. Vorher habe ich nochmal von unserem Gespräch im Herbst habe ich nochmal das Foto angeschaut, das wir zusammen gemacht haben. Und dort hast du schon noch recht kaputt ausgesehen. Du hast auch deine Haut ist nicht so gut gewesen und so. Das ist jetzt von dem her schon stark. Unglaublich, ja. Ich mache wirklich einen riesen Fortschritt. Also ich freue mich mega und es geht mir auch besser. Das Einzige, wo ich ehrlich muss sein, ist der Opiatentzug. Wo ist immer noch nicht ganz einfach. Schon, hä? Also ich denke immer wieder zurück, dass ich meine Opiatrezepturen noch ein bisschen will kützeln. Oder so. Also ich weiß auch nicht. Also das Problem ist, sobald du das Gefühl mal gehabt hast, also nicht alle, aber ich jetzt also, und sehr viele andere Menschen auch, du vermisst es einfach, es ist so, wie sagt man, Rauscherinnerung. Ja. Und ich bin selten im Leben so glücklich und entspannt und zufrieden, wie wenn meine Opiatrezeptoren Futter bekommen. Und das ist eben ein bisschen doof. Und dann hast du das Gefühl, du bist nicht richtig glücklich und weißt eigentlich, du müsstest vielleicht 5 Milligramm Oxynorm nehmen oder so und dann ist das wieder gut. Krass. Das ist halt ein bisschen trügerisch. Wie hat das deine Sicht auf Drogen und Drogenabhängige verändert, das Ganze? Jetzt, wo du ja unglaublich. Sagst, ist krass, ja. Oder? Also ich kann das jetzt völlig nachvollziehen. Also wichtig ist auch zum Beispiel, dass die Heroinabhängigen am Bahnhof und so, also bei uns am Bahnhof gibt es ja nicht mehr so viel, aber sonst, wo man sonst so sieht, ja. Ich bin immer gemeint, die leiden zu fest. Also logisch leiden die ja, logischerweise. Aber im Moment sind die wahrscheinlich zufriedener, als du es bist. Ja, voll, ja. Wo die sieht, weil sie gerade ihre Drogen bekommen haben. Und das Gefühl ist so schön, dass sie ja im Moment das Problem nicht sehen. Oder? Es ist ja erst dann da, wenn die Drogen nicht mehr da ist. Und das treibt ja dazu,
so weit zu gehen. Also um es konkret zu machen, im Spital nach der Operation, wo man den Dickdarm rausgenommen worden ist, unglaubliche Schmerzen. Nebendran liegt noch einer, der Lärm macht, weil er so eine Lungenpumpe, die Lärm macht, läuft. Und Leute rennen rein und raus. Und ich bin zufrieden und glücklich, weil ich die Drogen habe. Also weißt du, das ist eine Situation, wo sich jeder würde nicht nur nerven, sondern es würde belasten. Aber ich bin zufrieden gewesen, weil ich die Drogen hatte. Ja. Und das Schlimme ist, das geht immer. Es fühlt sich ja dann so an, als würde ich deine Mutter in den Arm nehmen und streicheln und sagen, du hast jetzt alles erreicht in deinem Leben, was du musst erreichen und du das auch verstehst und fühlst. Und das bekommst du durch die Drogen und wenn du die Drogen halt nicht hast, dann hast du das Gefühl halt nicht so. Und ich frage mich, wie man das Gefühl kann reproduzieren in dieser Intensität, ob das überhaupt möglich genau, ist. Wahrscheinlich ist es nicht. Das wäre jetzt auch meine Frage, ob du ohne diese Drogen einen Zustand kannst schaffen, wo du dich so wohl fühlst, oder? Also der Wahn, im Wahn drin, ich sage immer, es ist der Wahn, wenn ich so anfange, meine Kameras einstellen für den Livestream und am Ton rumbasteln und irgendwie, es funktioniert etwas und ich denke, das funktioniert nicht, das gibt mir kurzfristig, also es gibt mir das Gefühl wieder von yes, gut, es geht mir gut. Zufrieden. Okay, krass. Aber natürlich eine andere Intensität als Opiat. Ja. Und eben, ich will nur sagen, dass ich das absolut verstanden Leute, die mit dem Mühe haben. Und ich habe das früher nie verstanden, wie das so genau funktioniert mit Sucht und so. Und ich habe mir jetzt so Container gekauft. Ich habe gerade hinter mir einen, also hinter mir im Schrank sind die. Das sind sogenannte Kitchen Safe. Die kann man dann das Zeug rein tun in den Kitchen Safe und dann hat es so einen Zeitmechanismus. Das kann man maximal auf 10 Tage stellen, dann kannst du das rein tun, dann kannst du es auf 10 Tage stellen, dann kommst du 10 Tage, kommst du das Zeug nicht an, oder? Weil psychisch gesehen, der Gedanke, dass ich jetzt nie mehr könnte, also irgendeine so Stimulantien nehmen, nie mehr, das würde mich viel mehr stressen, als zu wissen, ich habe da einen Container und es ist da drin, ja. Und in 10 Tagen geht es auf und dann kann ich mich entscheiden, nehme ich es oder nicht. Ja. Und dann muss ich mich halt immer wieder entscheiden, es nicht zu nehmen. Aber wenn ich es offen liegen hätte daheim, sobald ich den Urge hätte, oder das Gefühl, jetzt muss ich es nehmen, würde ich es ja nehmen, weil es ja offen dort liegt. Aber solange es auch abgeschlossen ist, habe ich wie die Hürde. Und den Container könnte man theoretisch zerschlagen, aber das wäre dann schon sehr... so weit bin ich nicht zurück. Aber krass. Aber hast du es dann auch nur noch aus dem Grund bei dir daheim oder hast du wirklich noch Schmerzen ab und zu? Nein, es ist nur noch recreational, oder wie man sagt, also nur noch fürs Gefühl zu haben. Okay, krass. Und lustigerweise, man merkt das einem gar nicht an. Also du würdest das nicht merken und das merkt eigentlich niemand. Ist doch ein einfach wie ein Raucher, oder nicht? Also weißt du, so vom Verhalten her, oder? Aber nein, also das sind ja so kleine Dosen. Also natürlich jemand, der schwer heroinabhängig ist, der große Dosen nimmt, die Noten out und so. Aber man muss sich das vorstellen, das ist bei mir so eine viel geringere Dosis. Ja. Wo mich einfach gut fühlen lässt. Aber nicht irgendwie, in keinster Weise kann man das vergleichen mit einem Betrunkenen oder mit jemandem, der auf Drogen ist. Macht einfach das Bild ein bisschen heller sozusagen. Alles macht es heller. Ja. Inwiefern wird man auf so etwas vorbereitet als chronisch kranker Patient? Oder ja, ein bisschen rein, oder? Aber wird man auch aktiv beraten und wird einem geholfen? Oder, ja, es wird einem schwer gemacht und das ist eigentlich noch gut. Also es wird einem schwer gemacht, an die Mittel anzukommen, oder? Ja. Also es schreibt ja nicht einfach so jemand so ein Rezept. Das ist, ja. Aber du kommst ja jetzt auch wieder an. Alternativen, oder? Also jetzt bei mir ist ja Kreatom, heisst das. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gescheit ist, wenn ich das da erzähle, aber... aber kann man ja. Also es ist eigentlich auch... Es hilft eigentlich Leuten, die opiatabhängig haben, um sich zu entziehen. Und das ist ein Opiat-Agonist, wie man so schön sagt. Also imitiert quasi ein Opiat. Ist nicht wirklich ein Opiat. Es ist eine natürliche Pflanze und gibt dir aber das Gefühl wieder. Und eben, ich nehme eigentlich nur noch das Kratom-Zeug, um das klarzustellen. Aber trotzdem, auch das empfinde ich als Substanz. Aber man muss es auch in Relation sehen. Also ich finde jetzt das nicht, also einer, der jeden Tag kifft oder jeden Tag Bier trinkt, ist nicht weniger ein Problem. Ja,
Ja, ja. Also sowieso, kann ich jetzt nicht sagen, dass jetzt das Kratom, eben der Agonist, der Opiat-Agonist, schlimmer ist. Es ist nur halt wieder ein Suchtmittel, wo, glaube ich, für mich jetzt persönlich so schön ist, dass es ja, schwer ist, davon wegzukommen. Wobei, ich habe ja Alkohol komplett entzogen und dort habe ich auch lange gehabt. Ich habe etwa 2 Jahre gehabt, bis ich den Alkohol komplett entzogen hatte. Würdest du sagen, bist du auch eher ein bisschen affin so Suchtverhalten gegenüber? Definitiv, ja. Also ich, vielleicht, das kommt vielleicht aus der Familie, oder? Meine Mutter war alkoholabhängig. Ja. Also Alkoholentzug, ich meine, ich kann nicht jeden Tag getrunken wie jetzt sein, sondern ich habe einfach am Wochenende immer, so Donnerstag, Freitag, Samstag. Exzessiv einfach so. Ja, und irgendwann ja nicht mehr so exzessiv, aber gleich immer noch regelmäßig. Ja. Und das hat schon auch viel gebraucht. Und jetzt trinke ich ja gar nichts mehr, also keinen Tropfen mehr. Und es geht mir besser so. Mhm. Bei dem Kratom-Zeug kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mir ohne viel besser geht. Aber was spielt es noch für eine Rolle? Also wir können im Fall auch das Thema wechseln, wenn das jetzt zu schwer ist, das Ganze. Nein, ist ja schön, oder? Wir können darüber. Aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle in deinem Leben? Ist es mehr so ein Backup, wie du sagst, ich habe im Safe etwas für schlechte Zeiten? Genau. Also es spielt sonst in deinem Alltag spielt's keine Rolle mehr? Nein, es spielt nur noch eben eine Rolle im Sinn von, ich weiss, wenn der Container aufgeht, könnte ich das nehmen. Ja. Und das ist ein befreiendes Gefühl, weil Stimmungsschwankungen sind normal, jeder Mensch. Das ist gleich halt wirklich wie ein Bier oder so. Wie die Leute so oben nach dem Feierabend einfach ein Bier brauchen, um sich zu entspannen. Mhm. Und durch das, eben, dass ich mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen bin, habe ich natürlich ein gestörtes Verhältnis zu Suchtverhalten allgemein. Also zu alles, wo Alkohol, eben Kiffen, Drogen, Opiat, whatever, finde ich alles schwierig. Und ich will nicht abhängig sein von etwas. Und darum beschäftigt mich das auch so. Wahrscheinlich, es gibt viele Leute, die machen das einfach so und die machen sich gar keine Gedanken dazu. Und für mich ist es einfach ein grösseres Thema. Ja. Weil ich nicht will abhängig sein von einer Substanz und gleichzeitig sehe ich eben auch, wie eine Substanz mich als Mensch verändert. Also ich frage mich dann einmal, wer bin ich eigentlich, wenn ich ein Bier trinke und dann bin ich selbstbewusst oder kann eine Zige rauchen und dann bin ich entspannt, kann Kratom nehmen und dann bin ich zufrieden. Ist das richtig? Oder muss ich mich mit mir und meiner Laune und meinem Körper auseinandersetzen? Wo vielleicht auch aufgrund von einer Krankheit spinnt. Also ich merke jetzt, seit ich keine Entzündungen mehr im Körper habe, also nicht mehr so viel, bin ich viel zufriedener. Ja. Und ich glaube, dass Depressionen, es gibt ein Buch, das heisst The Inflamed Mind, dort wird behauptet sogar, dass jegliche Form von Depression durch Entzündungen im Körper hervorgerufen werden. Und okay, man sieht ja die Entzündungswerte nicht alle, aber Leute mit erhöhten Entzündungswerten, wenn man das untersucht, die haben oft auch Depressionen. Aber also nur auf die einen Seite sozusagen, dass durch Entzündungen Depressionen entstehen und nicht umgekehrt auch? Das ist die Frage vom Huhn und vom Ei, oder? Ja, genau. Ja. Oder ob man depressiv nach Entzündung bekommt. Ich kann das bis heute nicht beantworten. Aber es ist natürlich, also es ist ja ein grosses Ding, logisch. Man sagt ja auch so ein bisschen, ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper und alles. Dass es zusammenhängt, ist ja schon klar. Das merkt man ja auch selber. Wenn ich eine Woche lang nur daheim hocke und mich nicht aktiv bewege und zum Beispiel nur Scheiße frisse, dann dann bist du auch im Kopf in so einem Modus drin, oder? Du bist in so einer Trägheitsschlaufe. Ich bin jetzt auch ein bisschen herausfinden. Ich habe jetzt zum Beispiel letzten Tag viel Eistee getrunken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, also ich weiß es nicht, das ist halt auch so gestört. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach mehr gereizt. Definitiv ist auch ein Grund, dass ich da schon lange in Quarantäne bin. Aber ich habe das Gefühl, nachher habe ich gedacht, ich stelle wieder auf Wasser um. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, es ist besser gegangen. Aber das kann natürlich auch Placebo sein. Ja, das ist voll, ja klar. Voll, ja. Wäre schwer zu sagen, ob das tatsächlich einen Einfluss hat. Aber ich erkenne immer wieder jetzt, vor allem in der Quarantänezeit, dass ich manchmal Fernsehen schaue, dann so auf dem Sofa, und plötzlich werde ich so genervt. Okay. Aber grundlos. Ich reg mich auf. Ja. Und ich finde alles blöd. Und all die Leute um mich herum, oder was ich denke und so. Ich bin einfach genervt und bin nicht cool zum Zusammenwohnen oder so. Sondern einfach genervt. Und dann kann das aber auch wieder weg, indem ich dann einmal aufstande, irgendwie zusammen oder so. Und dann plötzlich verschwindet das Gefühl wieder und ich denke wieder völlig anders, so Stimmungsschwankungen. Ja. Und das finde ich schon noch spannend und dass man dem wie ein Stück weit ausgeliefert ist
und es eben kann mit Substanzen oder mit Eistee oder mit etwas Süßem oder wie auch immer oder mit Drogen kann verändern. Ja. Ja, das Ding ist halt, gerade jetzt in Quarantäne ist man halt einfach auch sich selber ausgeliefert, oder? Wenn du die ganze Zeit wirklich daheim bist, musst du dich früher oder später oder beschäftigst dich früher oder später auch mit dir selber, oder? Darum, ich bin fast noch froh, kann ich rausgehen arbeiten, habe noch einen relativ normalen Alltag. Es ist die ganze Zeit daheim, ich würde glaube durchdrehen. Ja, es ist schon anstrengend. Gehst du gar nicht mehr raus? Oder so einfach postenmässig? Nein, nicht einmal das. Wir lassen es liefern. Einkaufen ist natürlich zu gefährlich, eigentlich, kann man so sagen, weil es zu viele Leute rum hat. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du die Studie siehst mit dem Regal, dass wenn einer am Regal steht und dort hust, dass es dann sogar du, der auf der Gegenseite vom Regal steht, kannst irgendwie. Ja, es ist echt ein riesen Seuchenherd, ja, ist klar. Ja. Und darum gehe ich einfach spazieren, so einmal am Tag, eine Stunde. Spaziere ich so ein bisschen ums Haus, wo ich weiss, dass es keine Leute hat. Dummerweise meinen alle, es hätte keine Leute, nicht? Es sind die Leute. Ja gut, ein bisschen Abstand kann man ja schon halten. Sind breite Strassen. Nein. Aber das ist schon... Grundsätzlich kommst du klar so. Wenn du eben so die ganze Zeit zuhause... Also dank dem Livestream-Studio, das ich jetzt aufbaue und dank den Ideen, die ich habe und dank dem Podcast jetzt mit dir und all das. Einfach so kleine Ablenkung. Funktioniert es, ja. Und vor allem, wir haben vorher darüber geredet, vor dem Podcast, dass ich jetzt probiere, aus der Quarantäne, aus meiner Sendung Rehmann SOS, Sick of Silence, wo auf SRF Virus läuft, weiter zu produzieren. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil meine Gäste, die ich alle schon aufgeleistet habe für dieses Jahr, fast alle schon, die haben kein USB-Mikrofon oder Aufnahmegerät, wo ausstrahlungstauglich sind, weil das Zeug läuft im Radio und da muss es eine gewisse Qualität haben und die bringen wir nicht an. Und jetzt muss ich dann so Hochqualität Videos, Mikrofon schicken, dass die das aufnehmen können. Leider gibt es jetzt wegen der Corona-Krise Verzögerung mit diesem Mikrofon und ich komme ein kleines Zeug und suche jetzt Leute, wo das mit einem professionellen Mikrofon mit mir machen, die eine Geschichte erzählen haben. Wie vielleicht ja auch du. Das gleisen wir noch auf, ja, das ist gut. Ich weiss gar nicht, haben deine Hörer schon von dir gehört, was dein Leben so ist? Hast du eigentlich mal ein bisschen revealed? Voll nicht, im Fall. Dann wird es höchste Zeit. Ja, vielleicht, ja. Ja, das ist ein bisschen Bindung zum Host. Das war eben auch so ein Ding gewesen. Ich habe eigentlich, es war nie eigentlich meine Ambition gewesen, mich so krass in den Vordergrund stellen, weißt du, wie ich meine? Also, das tönt jetzt so ein bisschen scheinheilig, weil irgendwie tue ich ja trotzdem irgendwie ein Interview führen oder was weiß ich. Aber, keine Ahnung, wenn ich jemanden einlade, will ich ja etwas von dir erfahren, dann muss ich nicht die ganze Zeit mich sozusagen in den Vordergrund drängen, weil es geht im ersten Ding ja nicht um mich, oder? Aber es ist schon wichtig, als Zuhörer zu wissen, wer denn da die Frage stellt. Also ermächtigt dich denn das? Hast du die emotionale Intelligenz, um die Frage zu stellen? Oder stellst du einfach die Frage? Und das nimmt mich doch dann immer Wunder, wenn ich einen Moderator oder einen Host sehe, was das für einen ist. Ja. Also ich nehme ihn mit anderen Augen wahr. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du so YouTuber schaust, der Logan Paul hat ja so einen Mitbewohner, der Mike. Ja. Weiß nicht, ob den kennst. Nein, den kenne ich nicht. Der Mike ist am Anfang hat mich ein bisschen genervt und so. Ist ein bisschen ein lauter Sieg, der auf die Eier gegangen ist. Bis der dann endlich, nach etwa einem Jahr, hat er erst seine Geschichte so revealed, dass er eben selber gesagt hat, dass er opiatabhängig war und schon an der Grenze war und was er alles, also psychisch und physisch und was er alles erlebt hat, wie er sich zurückgekämpft hat und so. Und seit ich seine Geschichte kenne und er hat erzählt von seinen Panikattacken und eben wie er mit dem umgeht und die Überwindung, die es ihm braucht, vor die Kamera zu treten, blablabla, all das Zeug. Und jetzt sehe ich ihn mit anderen Augen. Also ich kann ihn besser verstehen, weißt du? Ja. Und ich glaube, Leute nerven einen, wenn man sie nicht kann verstehen kann, wenn man denkt, wieso tut jetzt der so? Wenn man aber die Geschichte dahinter weiss, nimmt man dann das, also findet man dann, das passt zu dem, dass der jetzt so tut. Logisch tut der jetzt so, weil das ist ein Thema für ihn, oder? Und dann muss man wie etwas über den Bescheid wissen. Und ich freue mich auf den Moment, wenn man von dir die Sachen wissen, wo dich zu deinen Fragen bringt. Oh Mann. Ja, das wird schön. Ja.
Willst du noch kurze Prognosen abgeben? Was meinst du? Morgen haben wir jetzt, wir haben, ich bringe wahrscheinlich, morgen bringen wir gerade den kurzen Tag da raus. Dass das jetzt super. Zu Corona-Zeiten muss das immer recht aktuell sein, je nachdem, was man redet, oder? Mhm. Hast du morgen ist Konferenz, hast du Prognosen, was passiert, was wird passieren? Heute ist in Deutschland, jetzt hat gerade während wir reden, Angela Merkel haut da etwas raus und Österreich hat jetzt auch etwas rausgehauen. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Lockerung geplant, eben langsames Auffahren, wie du gesagt. Da gibt es aber andere, die sagen, das sei unfair, wir müssen alle gleichzeitig auffahren, bla bla bla. Auf jeden Fall hat jetzt, was ich heute gelesen habe, eine aktuelle Studie, dass Social Distancing noch über ein Jahr anscheinend ein Thema wird sein. Weil man hat die verschiedenen Coronaviren miteinander verglichen. Okay, krass. Und wenn sich der Coronavirus jetzt so verhält wie die Alten und so lange geht mit dieser Impfung, wie man annimmt, bla 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 bla, mit all diesen Sachen in dieser Studie drin, ist rausgekommen, dass man noch über ein Jahr lang die 2-Meter-Regeln und Mundschutz und nicht Hand geben und Hand waschen müssen durchziehen. Ja, was? Aber das alles natürlich mit a grain of salt, weil ich bin kein Experte. Ich habe das einfach nur mal gelesen. Klar. Aber von einer Quelle, die, glaube ich, gut ist. Aber das wäre hure klasse. Ja, aber eben, das Zeug geht jetzt langsam wieder auf und aber auch die Festivals und so, also das kannst du wirklich vergessen. Ja, also, ich denke es auch. Und auch einen Club Party machen und die grossen Dinge, ich glaube, das ist jetzt wirklich vorbei, der Abstand, den haben wir jetzt fürs Weile. Für all die, die Platzangst haben, das ist nicht schlecht. Aber das wäre hure krass, wenn das jetzt noch ein Jahr so gehen würde. Nachher ja, wieder das Umstellen vor allem, weißt du? Und die andere Frage, kannst du eine Gesellschaft ein Jahr lang dazu zwingen, sage ich mal, das einzuhalten? Ja, es gibt natürlich dann auch immer wieder mehr Immuni. Ja, klar. Und die da hatten, man weiß ja noch nicht, wie lange man immun ist, aber anscheinend ist man schon ein Weile immun. Und das sind dann die wie bei Blade, weißt du, Daywalker, wo nachher können. Trotz Vampir am Tag rumlaufen, oder? Also das ist die, die dann alles dürfen. Dann ist man eifersüchtig auf die Immunen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Auf einer Seite wünsche ich mir schnelle Lockerungen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass dann alle Angst vor einem Rückfall haben und nochmal komplett runterfahren will und kann niemand so mässig. Die zweite Welle, he? Ja, genau, ja. Ja, darum, wer weiß so. Hoffen wir das Beste. Ich glaube einfach, er geht nicht so schnell vorbei, wie er gekommen ist. Es wird langsam gehen. Und theoretisch, ich habe jetzt eben mein Plan ist jetzt, dass ich theoretisch bis Dezember könnte meinen Podcast von daheim machen. Mhm. Theoretisch. Mhm. Das ist natürlich die Vorstellung, ist schon schrecklich. Das einzige Problem, das ich noch habe, sind meine Hochzeiten. Weil ich bin ja Hochzeits-DJ und ich habe ganz viel geplante Hochzeiten im Juni, Juli, August. Genau, ja. Bis im September. Eigentlich jedes Wochenende Hochzeit. Keine Ahnung, was jetzt da passiert. Und wenn ich dann die müsste machen, also wenn ich ein DJ wäre, wie ich das mache, ob ich da irgendwie eine Plexiglaswand um mich herum baue, oder? Ja gut, als DJ kannst du ja noch am meisten Abstand halten zu allen anderen, oder? Das sollte gehen, ja. Aber die Frage ist, ob die Hochzeiten stattfinden. Das sind natürlich jetzt schon viele abgesagt worden. Jetzt habe ich sicher schon 10 Hochzeiten abgesagt bekommen. Und dann ist mir ja kulant, oder? Man könnte ja theoretisch sagen, du, wir haben einen Vertrag, 50% Ersatz, steht glaube ich drin, bei so etwas. Aber die verschieben alle ihre Hochzeiten und dann ist mir auch wieder DJ und dann ist man natürlich kulant. Aber gleich, man verliert natürlich die Aufträge. Also verliert sie. Man wird ja dann nächstes Jahr gebucht, aber das hätte man ja wieder neu können buchen. Es heiratet ja jedes Jahr wieder Leute. Genau, ja. Aber dann ist hoffentlich. Schaffst du jetzt gar nicht einfach zur Zeit für das SRF oder eben produzierst einfach Sachen von daheim in dem Fall? Das ist die Idee, dass ich von daheim produziere. Genau, ja. Schön, ja. Hey, ich würde sagen, ja, oder auch nicht. Also gut. Ja, aber ich würde sagen, dann wäre es das auch schon gewesen. Kurz und knackig. Ja, sehr gut. Telefon. Wieder mal, wie auch schon gestern, hatte ich auch schon ein Gespräch gehabt. Ist wieder mal ein breites Spektrum gewesen an Gesprächsstoff, das ich erwartet habe, was dabei rauskommt. Aber es stimmt top. Hat mich wieder gefreut. Ist super gewesen. Mit wem hast du gestern geredet? Was muss ich nachhören? Mit dem Matteo. Das ist ein aufstrebender Stand-up-Comedian. Mm. Der ist auch schon bei mir gewesen.
Gestern haben wir noch zusammen telefoniert. Ist ein bisschen Verschwörungstheorie lastig gestern gewesen. Also musst du vielleicht nicht nachhören, wenn es nicht willst. Da habe ich auch gerade einen ganz schlimmen Kollegen, der Podcaster ist, der einfach so einen Doktor irgendwas Fritz auf, interviewt hat, der behauptet, ich sage seinen Namen extra nicht, vom Podcaster und vom Gast, der behauptet, der Coronavirus gäbe es gar nicht und sage Erfindung und von der Regierung und all das Shit. Und wirklich, also, wieso? Es gibt so viele Verschwörungstheoretiker auch online, es ist schrecklich. Ja. Ja, und das ändert halt nichts an der Sache, schlussendlich. Also weißt du, selbst wenn es so ist, wie Person XY sagt, es ändert nichts an der Sache und du kannst nichts. Nein, 9/11 war nicht ein Inside-Job gewesen. Und die Erde ist flach. Und die Echsenmenschen, die existieren wirklich. Ja, aber selbst wenn, wir können nichts dagegen machen, weißt du, ich kann. Ja. Nein, ich glaube, es ist nicht das, so. Das ist halt das Ding. Aber und also ich kann eins sagen, es ist nicht so, dass Staatsfernsehen, wie ja die Verschwörungstheoretiker das SRF gerne nennen, die Moderatoren irgendwie beeinflussen, dass sie irgendeine Botschaft übergehen, die irgendwie, also das stimmt wirklich nicht. Hat man dich noch nicht alles gewählt. Unabhängige Journalisten, die sich an drei neutralen Quellen orientieren müssen, die nach ihrem besten Wissen und Gewissen handeln und von niemandem irgendeinen Auftrag bekommen. Das hört man jetzt während der Corona-Krise immer wieder. Da muss ich einfach sagen, das ist lächerlich. Und die mich jetzt hören, die aber das behaupten, die sagen, das seid ihr jetzt extra. Ein Teil vom Plan, dass ihr uns das sagt. Aber eigentlich sieht es ganz anders aus. Ja gut, ja, man kann jetzt natürlich auch sagen, dass sich die Journalisten vielleicht einfach nur an den, oder von westlichen Medien informieren. Und so dann auch wieder einseitig werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Man sollte sich einfach nicht bei den alternativen Medien informieren, die sind meistens ein bisschen zu alternativ. Ja. Und vor allem, wenn ein Video anfängt, so eins habe ich gestern zugeschickt bekommen, wenn ein Video anfängt mit «Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt, hinterfragen Sie alles, hinterfragen Sie», dann merkt man schon, Ja, wobei, ja. Also ich finde das grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft, weißt du? Also, ja, kommt natürlich eben darauf an. Ich finde, grundsätzlich darf man alles gesund und kritisch hinterfragen, weißt du? Also man muss nicht überall die Verschwörung suchen, ganz klar. Aber es ist auch nicht alles die goldige Wahrheit, die uns präsentiert wird, weißt du? Aber kannst du dir denn die Kondensstreifen am Himmel erklären? Nein. Das sind doch die von den Flugzeugen, das sind doch sogenannte Chemtrails. Genau, Chemtrails heissen die. Die wollen doch unser Klima beeinflussen. Nein, auch das. Also weißt du, es hört ja nicht mehr auf. Ja. Ja, du, gehen wir da nicht. Und ihr eigentlich Kennedy umgebracht? Hast du das schon mal hinterfragt? Ja, eben. Und Familie Rothschild, die da die ganze Schweiz unter Kontrolle hat. Und Freimaur. Gehen wir da nicht mehr zu tief rein. Wenn ihr das noch hören wollt, hört die Folge von gestern mit dem Matteo. Dort haben wir da Sachen genauer thematisiert. Und meistens sind das sehr gebildete Menschen, die so Zeug behaupten. Muss man auch dazu sagen. Ja, manchmal ist es auch einfach lustig, um mal so einen Gedankengang nachzugehen. Das stimmt. Einfach mal, was wäre wenn-mässig, oder? Naja, genau. Du, also, danke vielmals. Hast du dir die Zeit genommen? Wir können gerne noch ein bisschen telefonieren, aber dann würden wir sonst das Ganze beenden. Und noch ein Tipp an Matteo, der gestern hast. Es gibt auf YouTube einen YouTuber, der heisst «Traue keinem Promi». Ja, den habe ich auch schon gehört. Ja, ja, der ist super. Der macht genau das. Aber der ist ganz tief drin, nicht? Ja, und der hat auch ganz viele Theorien, wie denn das ist. Und dann habe ich noch so einen Corona-Verschwörer gefunden. Nein, komm. Das sollte Namen nicht aufzählen, sonst bekommen die nur noch mehr Follower. Wir sind richtig gross, die haben über 500.000 Follower und so. Also, also gibt es ein paar, die Zeug erzählen, dass Angela Merkel irgendwie in einem Verschwörungsding drinsteckt und das Virus, um die Wirtschaft wieder neu aufzufangen irgendwie. Blablabla. Keine Ahnung. Ja, lassen wir das andere ausdiskutieren. Ist gut. Also, es war schön, Max. Ja, danke, hast du dir Zeit genommen. Gern. Und alle anderen Zuhörer, schön an der zugelassen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Brr, brr. Das
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst.